Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Samstag, der 20. August. Pünktlich zum Wochenende haben wir euch wieder drei Streaming-Tipps zusammengestellt. Wie schön und schmerzvoll die erste große Liebe sein kann, das zeigt uns der Film First Love. Doch vorher starten wir mit der neuen Thriller-Serie von Showrunner Brian Yorkey. Brian Yorkey war auch Drehbuchautor bei der Netflix-Erfolgsserie Tote Mädchen lügen nicht. Mysteriös wird es jetzt auch in seiner neuen Miniserie Echoes. Es geht um die eineigen Zwillingsschwestern Gina und Leni. Ihre Verbindung geht weit über die normaler Schwestern hinaus. Seit sie Kinder sind, führen Gina und Leni ein Doppelleben und tauschen ihre Dinge. Als Erwachsene machen sie das weiter und tauschen mittlerweile sogar Häuser, Ehemänner und Kind, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommt. Das geht auch ziemlich lange gut, bis Leni plötzlich spurlos verschwindet. Jetzt versucht Gina nicht nur ihre Schwester wieder aufzufinden, sondern auch das lange gehütete Doppelleben der beiden zu verstecken. Wissen Sie, da fällt mir ein, dass es private Dinge gibt. Die bleiben, egal was es auch ist, nur in der Familie. Was zum Teufel? Ich weiß nur, dass meine Schwester vermisst wird und womöglich tot ist. Oder sie ist einfach weggelaufen. Wovor weggelaufen? Eine schwierige Frage. Du hast nicht die leiseste Ahnung, was hier los ist. Öffne deine verdammten Augen. Was hast du getan? Eigentlich teilen die Schwestern ja alles, doch bei ihrer Suche stößt Gina auf Geheimnisse, die Leni ihr nicht erzählt hat. Die Zwillinge werden von Michelle Monaghan gespielt, Lenis Ehemann von Matt Bomer aus White Collar und Sinner. Die Thriller-Serie Echoes könnt ihr jetzt auf Netflix gucken. Wem die innige Schwesternbeziehung in Echoes heute zu düster ist, für den gibt's sommerliche Leichtigkeit in der Coming-of-Age-Romanze First Love. Jim und Anne sind noch an der Highschool und Hals über Kopf ineinander verliebt. Es ist die erste große Teenager-Beziehung. Doch bald geht es für die beiden an unterschiedliche Colleges und das lässt Zweifel an der ewigen Liebe aufkommen. Does this change anything? Baby, everything could change. Do you think you'll see Jim this summer? Why wouldn't I? This whole new life is about to start for you. I don't want you to miss out. I got into school, New York. You can call and plan trips. If you want to. Just wanted to see where things stand. I don't know. Nor do I. You don't have to say it like that. We're 18, we're both off to college. What did you expect, marriage? In den Hauptrollen sind Sydney Park und Hero Finds Tiffin. Der hat zuletzt unter anderem den Bad Boy Harden in der Verfilmung der After-Reihe gespielt. Als Jims besorgte Mama ist außerdem die deutsch-amerikanische Schauspielerin Diane Kruger mit dabei. Das Drama First Love könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen. Weniger gefühlvoll wird es im Film Dangerous. Dylan Forrester ist ein Ex-Häftling und ein Psychopath mit allerhand Problemen. Gerade ist er auf Bewährung frei und versucht sich mit Hilfe seines Psychiaters Dr. Elderwood ein normales Leben aufzubauen. Doch dann stirbt plötzlich sein Bruder. Dylan vermutet, dass sein Bruder ermordet wurde und geht dem Ganzen nach. Als er den Rest seiner Familie ebenfalls vor dem Mörder schützen muss, greift er selbst wieder zur Waffe. Keine Bewegung. Sicher, dass es der Typ ist. Ein halbes Bataillon für einen Mann? Ich erschieß sie! Und ich euch beide. Wir müssen unbedingt in das Gebäude rein. Was verschweigt ihr mir? Du weißt ja, wie das läuft. Sean hat dir bestimmt erzählt, was hier auf der Insel ist. Auf sie wird geschossen? Oh, ja, ja. Tun Sie, was immer nötig ist und retten Sie Ihren Arsch! Neben einem wortkargen und grimmigen Scott Eastwood als Dylan spielt Mel Gibson seinen Psychiater Dr. Elderwood. Die Kritiken finden, dass ein bisschen mehr Humor dem Film ganz gut getan hätte, aber wie in jedem Action-Thriller gibt's natürlich viel Rumgeballere. Zu sehen gibt's Dangerous ab heute bei Wow. Wenn ihr regelmäßig ausgewählte Streaming-Empfehlungen wollt, dann folgt diesem Podcast, zum Beispiel bei Spotify. Da gibt's jeden Tag eine neue Folge von uns mit neuen Tipps. Und wenn ihr selbst noch Anregungen für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm oder schickt uns eine Nachricht über Instagram oder Twitter. An dieser Folge hat Mira Emmerling mitgearbeitet. Produziert hat die Episode Andreas Popella. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss und bis morgen.
Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.